Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute am wärmsten Tag des Jahres. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Gefühlt ist jedes Mal der wärmste Tag. Diesmal ist es aber richtig warm. Haben wir nichts Besseres zu tun, als am Obergolf einmal eine kleine Schadensanalyse zu machen. Seit langem, der eine oder andere hat es vielleicht bei Instagram mitbekommen, haben wir tatsächlich mal wieder eine Ausfahrt gemacht. War geil. War wirklich 1:1 so das Feeling von damals. Alle Jungs, alle Treffen, alle auf der Landstraße, beziehungsweise sind von uns zu Benny, von Benny nach Hameln zum Treffen gefahren. War richtig, richtig cool. Auf einmal hat es nur Peng gemacht. Haben eigentlich gar nicht großartig Gas gegeben, nur so ein bisschen. Hat Peng gemacht, hat einmal geknallt, wir sind ausgerollt und irgendein Schaden an der Kupplung hat sich. Wobei, wir wissen es noch gar nicht, Kupplung, Getriebe, mal gucken. Irgendwas auf jeden Fall hat geknallt. Es ist ein Loch im Getriebe, es ist kein Öl ausgelaufen. Und deswegen habe ich dann gesagt, komm, wir fahren weiter, war noch beim Treffen. Der eine oder andere, der uns in Hameln gesehen hat, der wird auf jeden Fall gleich schmunzeln, wenn ihr seht, wie groß dieses Loch ist. Weil genau so waren wir noch in Hameln und sind auch noch genau so nach Hause gefahren. Das heißt, mit diesem Loch sind wir so 150 Kilometer gefahren. Ja, aber Spaß mal. So, das heißt, Kupplung trennt noch ganz normal. Ganz normal nicht, aber Trend ist, war okay. Es ist kein Öl ausgelaufen und deswegen habe ich dann entschieden, komm, wir fahren weiter. Ja, also ich hätte direkt einen Trailer geholt, aber... Kam ab und an ein paar Funken raus, aber kaputt ist kaputt. Deswegen habe ich gesagt, wir fahren weiter, weil so viele Ausfahrten und so viele Treffen gibt es einfach nicht mehr. War aber mega Gefühl, wirklich gefühlt 3 Jahre lang so eine Ausfahrt nicht mehr gemacht. Ja, und damit es mit dem Baby hier jetzt recht schnell wieder vorangeht, müssen wir jetzt einmal Getriebe ziehen und gucken, was kaputt ist. Meine Hoffnung ist, aber das seht ihr gleich, dass der Schaden nicht allzu groß ist. Optisch wird es auf jeden Fall krass aussehen. Hier seht ihr, normalerweise geht das Gehäuse hier komplett rum. Das ist einmal alles komplett weggebrochen. Hier auch richtig irgendwas mitgenommen, sieht man richtig, wie das so rund ja. ist. Ne? Ja, man sieht richtig, wie es hier so weggeschlagen ist. Also folgendes, wir vermuten zweierlei. Wir hatten vor, als wir bei diesem Testtag beim Race 1000 ist, hatten wir schon das Problem, dass sich die Schrauben von der Druckplatte gelöst haben. Da sind wir 2-3 Läufe gefahren, auf einmal hat die Kupplung nicht mehr getrennt, weil die Schrauben lose waren. Somit, ist auch nicht korrekt, die kleinen Bolzen haben sich gelöst und dann sind 2 Schrauben aus. Welcher Schaden immer zuerst kommt, ist immer schwierig. Auf jeden Fall, Kupplung hat nicht mehr getrennt. In dem Moment hatte ich habe ich neue Schrauben angeklebt. Und man weiß natürlich nicht, ob alles rausgefallen ist oder in dem Fall hier noch drin war. Weil hier zwischen, sieht man ganz gut, so wenig Platz ist, weil das diese riesen Kupplung ist, dass... Wenn hier auf der Seite eine Schraube oder ein Stift wäre, kann sie definitiv nicht raus, weil wir das Getriebe nicht raus hatten. So, das heißt, Variante 1 ist, hier ist irgendwas reingeflogen, weil die Schrauben sind noch alle da. Variante 2 ist, an der Kupplung an sich ist irgendwas kaputt gegangen, aber das werden wir uns mal angucken heute. Und es ist was rausgekommen. Und es ist definitiv was rausgegangen, hat das Ding zerschlagen. So, fuhr aber noch ganz normal, hat getrennt, hat gekuppelt, hat geschaltet. Deswegen konnten wir ja noch 150 Kilometer fahren. Und jetzt würde ich sagen... Ja, Getriebe raus. Ne? Da das so gut rausgeht, machen wir es mal. Geht das nicht gut raus? Ja, es geht. Bei dem Wetter, bei dem Wetter geht gar nichts gut raus. Ne? So, jetzt können wir auch gleich mal gucken hier. Hier unseren haben wir ja mal in diesem Do-it-yourself-Video gesehen, unseren Catch-Tank hier. Und du bist aber... Okay, wir haben jetzt auch wirklich sind nicht viel geballert. Ah, gibt es einen kurzen. Ja, das ist halt... E85, da ist jetzt wirklich, das ist mehr oder weniger purer Alkohol. Also wenn man daran riecht. Oh, Schluck nehmen. Okay, aber das scheint zu funktionieren. Das sieht schon mal gut aus. Ja, an sich schade, weil wir waren so motiviert, endlich mal wieder ein bisschen zu fahren. Wurden dann recht schnell zum Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber das hat man irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen vergessen. Finde ich zumindest. Damals mit Limo. Das Auto war ja eigentlich immer gebaut für die Straße. Und ich sage immer, wenn ein Auto auf der Straße funktioniert, dann wird es auf dem Event oder auf dem Prüfstand niemals kaputt gehen. Weil auf dem Event oder auf dem Prüfstand hat man so wenig Chance immer zum Gas geben. Also man gibt nur so selten Gas, dass die Straße halt schon immer nochmal eine ganz andere Belastung ist. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ein Auto, was auf der Straße funktioniert, auf dem Event auch funktioniert. Funktionieren ist wieder was anderes. Aber ein Auto, was auf der Straße hält, wird auf dem Event auch halten.
Wobei das jetzt wirklich irgendwie unglückliche Verkettungen waren. Ne? Also es wäre auf dem Event auch sofort auseinandergefallen. Ja, ja, klar. Also wir müssen jetzt mal in die Kupplung reingucken. Es kann, wie gesagt, sein, dass hier was reingeflogen ist, weil wir hatten hier kein Schutzblech vor. Ja. Das liegt hier immer noch seit Jahren irgendwo rum. Es war aber auch keine Schraube locker, das können wir ausschließen. Ne? Aber ja, irgendwas anderes halt. Da kannst du dich auf jeden Fall schon mal mit einem neuen Getriebegehäuse anfreunden. Ja, das können wir auf jeden Fall nicht mehr schweißen, Regel. Vor allem das Witzige ist, wir haben eh schon seit ein paar Wochen von Henning, Doc Drehmoment, eine verstärkte Platte da. Weil als damals die Schraube ab war, habe ich ihm Fotos geschickt. Und man sieht hier, weiß nicht, ob du das mit dem Filter drauf noch erkennen kannst, sonst sehen wir es aber spätestens, wenn es zerlegt ist. Hier ist die Schwungscheibe schon richtig angelaufen, auf der Rückseite. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Kupplung schon wirklich krass am Limit läuft. Die kann eigentlich 900 Newtonmeter, wir sind irgendwas um die 1100 gefahren. Und als Henning das gesehen hat, hat er gleich gesagt, boah Jungs, macht lieber eine andere Druckplatte drauf, die hat er extra nochmal verstärkt. Das heißt, hier ist der Anpressdruck nochmal erhöht. Die wird sich ein bisschen schwerer treten lassen. Die kann aber schon nochmal 10-20% mehr. Und eigentlich hätten wir die schon drauf machen sollen. Wobei sich diese ja wirklich Bombe getreten hat. Ne? Ja. Die hast du ja gar nichts gemerkt. So, und die kann nochmal einen Tucken mehr. Wie genau erreicht man das, dass sie dann mehr kann? Also ja, also die Kupplung ist ja immer Folgendes. Kupplungen sind eigentlich zwei Sachen. Wir haben die Schwungscheibe und wir haben die Reibscheibe dazwischen und die Druckplatte hier. So, und die ganze Kraft wird dadurch übertragen, dass dieser Ring gegen die Reibscheibe, gegen die Schwungscheibe vorgespannt wird, also gepresst wird. Und wenn man mehr übertragen will, muss man einfach übertrieben gesagt nur mehr vorspannen, weil mehr Kraft gleich mehr Übertragung über die Fläche. So, und in diesem Fall haben sie die Platte, das hat er ja mal erklärt, da drinnen abgeändert. Dass einfach, wenn wir die verschrauben, sie mehr Vorspannung erreicht. Das heißt, wenn diese Druckplatte dort verschraubt ist, hat die einfach 10-15% mehr Vorspannung. Diese Vorspannung muss man überwinden beim Treten, deswegen tritt sie sich schwerer. Aber deswegen kann sie auch am Ende mehr Kraft übertragen. So, er dachte niemals, dass wir mit einem frontangetriebenen VR6 in den Bereich kommen. Aber wir haben ja gesehen, da ist so viel Traktion da, das fährt nicht schlecht. Okay, lange Rede. Also das Gute ist, das Getriebe, denke ich mal, wird nichts abbekommen haben, weil es sich noch einwandfrei fuhr. Außer, dass natürlich diese Gehäusehälfte im Arsch ist. Das heißt, wir werden auf jeden Fall diese Gehäusehälfte tauschen müssen und die andere Druckplatte reinstecken. Interessant ist nur, wie Schwungscheibe aussieht und wie Druckplatte aussieht. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir alles abbauen müssen zum Rausnehmen. Wir müssen auf jeden Fall die Antriebswelle rausnehmen. Also zumindest wegklappen. Ja. Heißt Rad runter, Traggelenk raus. Ja. Dann, ja, alles andere ist eigentlich entspannt. Ne? Anlasser raus, oben Brücke rüber, dass er runter kippt. Genau, Schaltungsgedöns ab. Und dann geht das eigentlich. Halbe Stunde ist es raus bei 30 Grad, ne? Würde ich sagen. Alles klar, los geht's. Die großen Flansche passen jetzt nicht zwischen Motorlager und Schwungrad. Wir hätten den einen Flansche abbauen sollen. Also hier ist Luft. Ich hebe es hier nochmal an. So. Jawohl. War auf jeden Fall nicht so schwer wie beim Einbau, weil was fehlt halt. Ne? Ja, beim Einbau muss man dafür immer ein bisschen zaghafter umgehen. Ja, dann nehmen wir das ganz schwer raus. So. Teil sieht man schon. Also es sieht auf jeden Fall brachial aus. Da braucht man sich auch einfach nichts vormachen. Das ist halt Tuning. Also hier sieht man richtig, wie hier von der Druckplatte irgendwas dagegen geschlagen ist. Ich denke mal auch nicht, dass das ruckartig zack kaputt war, sondern das wird so ein bisschen so ein schleichender Prozess gewesen sein. Ja, jetzt muss man auch dazu sagen. Nee, ich hab's schon gesehen. Also, jetzt mal noch vom Druckplatte festziehen, das Werkzeug. Jetzt mal vorne gehen. Hast du unser Schlüssel hier? Ja, hab ich. Nee, hab ich schon drauf. Ach, schon.
Jetzt muss man dazu sagen, wir sind ja schon ein bisschen gefahren. Ihr seid da noch nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Wir reden hier mittlerweile auch von über 3 Bar. Das heißt, da ist cool. Da sieht man mal, wie die eiert. Wir reden hier von über 3 Bar und ich bin auf der Autobahn eine 200-250 in 2,9 Sekunden gefahren. Ja. Das ist übrigens unser neuer Werkzeugtisch hier. 2,9. 2,9. Müsste ja schneller sein als mein Golfer, meine ich, ne? Ja, auch mit. Auch mit einem Straßenauto und so. Ne? Also, da ist schon richtig. Wir waren leider noch nicht final wieder auf dem Prüfstand, sondern haben das alles auf der Straße gemacht. Weil ist halt endlich mal ein Straßenauto. Da ist richtig Leistung hinter. Aber ich sehe auf jeden Fall hier schon eine Sache, die. Okay, wir sind jetzt noch ein paar Kilometer gefahren. Aber guck mal, wie ausgejuckelt dieser Führungsbolzen in dem Loch hier ist. Das ist ja ein halber Millimeter. Hier fehlt auch ein ganzes Stück Druckplatte, oder nicht? Ja, das zeige ich euch gleich. Also ich sehe schon, was passiert ist. Das seht ihr gleich, wenn wir es zerlegen. So, einmal drehen. Wobei, nee, warte, stopp, fällt schon. So ein Getriebegehäuse für ein VL6 kostet aber nichts mehr, ne, oder? Nee. Also ich würde mal behaupten... Da war schon ein netter Follower, so also freundlich. Es wird nur leider nicht das letzte sein. Also wenn einer von euch noch ein paar VR6 CCM-Gehäuse hat, könnt ihr die gerne bei uns in Langenhagen mal rumbringen. Können kaputt sein, wir brauchen nur das... Genau, können kaputt sein, wir brauchen nur das Gehäuse. Und tauschen gegen Heineken. Nee, also wenn ihr kaputte VR6-Getriebe habt, gerne immer... Kannst du weiterdrehen? Jo. Spannt sich nochmal richtig der Bizeps an. Alter, ja, aber der Flügel ist so tot, Alter. Ich war wieder ein Kilo weniger. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich im Fitnessstudio war, da hatten wir noch D-Mark. So, also. Ich hab meinen Finger nicht da drin. War die Reibschale ganz gut, oder? So, hier haben wir einmal unsere... Die sieht noch richtig gut aus. Also sowohl temperaturmäßig als auch hier von Kanten her und so. Aber jetzt kommt halt das, was eigentlich kaputt gegangen ist. Das Zwei-Massen-Schwungrad ist das jetzt. Nee, so ungefähr. diese Druckplatte ist immer zwei Teile, weil, ich erkläre euch das einmal kurz, Reibscheibe, Anpressplatte und das Ganze drückt gegen das Schwungrad. Das heißt, in dem Moment, wenn ihr die Kupplung tretet und sie trennen wollt, wandert diese Scheibe weg, dass man hier ein bisschen Platz kriegt, dass die Kupplung halt trennen kann. Das heißt, dieser Korb, dieses Teil kann niemals fest mit der Druckplatte verbunden sein, sondern da sind diese sogenannten Tangentialfedern zwischen. Die verbinden Anpressplatte mit Korb. Das heißt, über diesen Bereich kann die eigentliche Platte ausrücken. Und da ist unsere Baustelle. Diese haben wir zerstört. Die sind alle abgerissen. So, jetzt muss man dazu sagen, Fairness halber, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt eine Überbelastung ist, sondern wenn man sieht, wie ausgejuckelt diese ganzen Löcher etc. sind, kann es leider sein, dass dieser erste Vorschaden, wo die Kupplung nicht getrennt hat, schon hier irgendwas hinterlassen hat, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das heißt, ich würde definitiv dieser Kupplung... Ja, aber es ist echt krass, wie das Getriebe hält. ich würde dem Ganzen auf jeden Fall noch eine Chance geben, weil fahren tut sich das wirklich geil und man darf ja auch nicht vergessen, rutschen tut sich 0,0. Wer weiß, ob bei der Variante, dass, weil wir hatten die Kupplung nicht zerlegt, sondern ich habe eingebaut, die Schrauben nachgezogen, habe neue Stifte reingesteckt. Wer weiß, ob nicht dabei schon irgendwas fritten oder vielleicht waren schon zwei Federn weg oder eine oder wie auch immer. Das Problem bei diesen Tangentialelementen ist folgendes. Auf Zug funktioniert das geil. Das heißt, in dem Moment, wenn der Motor beschleunigt, werden diese Elemente gespannt. Sie können sich nicht viel weiter spannen, weil sie eigentlich schon sind. Und das Material kann auf Zug ohne Probleme die Kräfte aufnehmen. Problematisch wird es auf Druck. Das heißt, in dem Moment, wenn ihr vom Gas geht, will der Motor in die andere Richtung. Das heißt, diese Feder wird zusammengedrückt. So, und wenn man dann, wie bei uns, diese durchdrehenden Momente hat, ist es natürlich immer wieder so, dass hier immer wieder
Druckzug, Druckzug, Druckzug und das können diese Elemente manchmal nicht. So, jetzt kann es einfach sein, dass wir einfach Pech hatten. Es kann aber auch einfach sein, dass die Kupplung das nicht kann. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Hier ist es jetzt nicht ganz so schlimm, weil diese Gehäuse kosten, wie gesagt, zum Glück nicht die Welt. Henning hat aber gesagt, wir sollen auf jeden Fall die Druckplatte mit mehr Vorspannung reinmachen, weil was halt auf gar keinen Fall sein darf, ist, dass halt ohne jegliche Starts etc. die Druckplatte schon so anläuft, die Schwungscheibe. Also diese blaue Temperatur, die da schon drin ist, die ist definitiv zu viel. So, jetzt ist die Frage, was... leider auch eine Riefe drin, ne? Was wir machen, die hier, ne? Also das Problem ist, auch dieser Stift hier, der sieht schon nicht ganz gerade aus. Was auch sein kann, ist, dass ich selber in Anführungsstrichen verbockt habe, weil, also was heißt verbockt, die Druckplatte hat sich einmal gelöst. In dem Moment, wenn die Druckplatte sich löst und nicht mehr auf diesen Stiften geführt wird, dann hat es nicht mehr, ich sage jetzt mal, diese Flächenpressung. Das heißt, die Stifte können die Kraft nicht übernehmen. Die Kraft, also die Stifte sind nur zum Zentrieren, aber nicht für die Kraftübertragung. Das heißt, dass wir in dem Moment vielleicht hier schon irgendwas außer mittig gesetzt haben. Dieser Bolzen sieht definitiv nicht gerade aus. Der sieht auf jeden Fall so aus. Kamera kann zum Glück mehr sehen als wir. Der sieht leicht schräg aus. Und wenn der Bolzen schon schräg drin ist, würde ich mal sagen... Ja, also die Kupplung hat sich einfach so viel geiler gefahren als eine Zweischeibenversion. Ich würde vorschlagen, wir schicken Henning Schwungrad zu, dass er sich das auf jeden Fall einmal anguckt, dass da wieder alles mittig läuft. Weil ich will auf jeden Fall die Kupplung so weiterfahren, weil vom Fahrgefühl her war es halt echt geil. Ja, voll toll. So, und 3 Bar, vierte Gang, sage ich euch, 2,9 Sekunden, ist wirklich saftig. Das ist von der Beschleunigung her ungefähr so wie Limo früher. Dass die Kupplung da nicht gerutscht ist, war eh schon Weltwunder, klar. Sie darf natürlich nicht kaputt gehen. Aber ich sage immer, das ist Motorsport. Kann immer was passieren. Wir bringen es ja wirklich, wir schieben alle Toleranzen so eng zusammen, dass immer was passieren kann. Und jetzt einfach zu sagen, die Kupplung ist kaputt gegangen, ist einfach falsch. Weil es war halt keine frische, neue Kupplung, sondern die war schon vorgeschädigt, wo wir zu faul waren, das Getriebe abzubauen. Deswegen würde ich sagen, alles überprüfen, die verstärkte Druckplatte rein. Diese Kupplung konnte nur 900 Newtonmeter, sie hat trotzdem ungefähr 1100 übertragen. Diese Druckplatte kann dann 1100. Das heißt, dem Ganzen würde ich noch eine Chance geben und würde sagen, so testen wir das. Ne? Wie hat sich das denn angefühlt unterm Fuß für dich? Der Marius ist übrigens gefahren. Meiner muss ja schuld sein. Es sind eine Menge Teile rausgefallen auf jeden Fall. Ne? Klang war auf jeden Fall geil. Aber es fuhr, das, also so Dritter aus dem Ort war wirklich, war saftig. Ja? Aber in dem Fall war es sogar Zweite, ne? Nee, ich meine, es war sogar Dritter. Nee, ich meine, es war Zweiter. Ich bin mir ganz sicher, gar kein noch Zweiter. Wir sind von der Ampel losgerollt. Aber es war ja wirklich so, Gelader kam und es hat geknallt. Genau. Halt, ne? So, und es war aber so vollkommen typisch. Lader kommt, es knallt einmal, dann gibt es ja verschiedene Knallen. Es gibt so ein Zündaussetzer-Knallen, so ein Begrenzer. Oder es gibt halt so ein mechanisches Knallen. In dem Moment macht es dann einmal klung, klung, klung. Guckt man sich so einmal an, ah, okay, Gänge sind noch da, Motor läuft noch, wir lassen uns erstmal rechts ausrollen. Nee, ich gucke mal erst Öldruck. Öldruck noch da, okay, alles klar, rechts angefahren. Dann kurz überlegt, drunter guckt, Öl ist noch drin. So, das heißt, okay, Motor nochmal angemacht, gehört, klingt gut, außer dass es natürlich ein bisschen kratzt und so weiter. Google Maps an, wie weit ist es noch? Genau, okay, wir fahren weiter. Guckt, was ist näher, treffen oder zurück, treffen wir näher, also zum Dritten. Und an der ersten Ampel haben wir dann schon gehört, dass eigentlich alles normal klingt. Nee, muss man einfach so fair sagen. Wir zeigen das hier immer alles, weil es geht halt leider immer kaputt. Jeder von euch, der mehr als 200 PS fährt, wird das definitiv kennen. 300 PS ist noch okay. 400 mag auch noch lange funktionieren. Aber die Liga ist halt wirklich so, wenn es jetzt nicht gerade ein Porsche Turbo, ein R8 Biturbo, wie auch immer ist, ist halt wirklich für so einen alten Bauernmotor schon immer saftig. Ne? Ja, vor allem für dieses Getriebe. Ja. Ne? Guck mal, hier haben wir gerade ein Beispiel. Das Getriebe, hier haben wir das Arbeitgetriebe und das Arbeitgetriebe sieht tendenziell sogar größer aus. Ne? Ja. Also das Arbeitgetriebe sieht eigentlich schon sogar männlicher aus als das, aber das hält. So, ich würde sogar vorschlagen, wenn wir jetzt eh 1-2 Tage Zeit haben, in der nächsten Folge seht ihr vielleicht mal, wie wir ins Getriebe reingucken. Hier ist ja dieser Radsatz drin, den wir euch neulich bei Marius gezeigt hatten. Könnte man eigentlich mal reingucken, wie es so aussieht, weil wir müssen es eh aufmachen, wobei eigentlich müssen wir schon.
Wir ziehen einfach diese Gehäusehälfte ab und stecken eine neue CCM vor 6. Ja, wir müssen es ja schon einmessen, ne? Und das Einmessen geht nur mit dem leeren Getriebe. Ja. Also wir müssen es eher einmal zerlegen. Einmal zerlegen, ja. Ja. Okay, cool. Ja. Gut. So, also, Zusammenfassung ist kaputt. Nee, Zusammenfassung ist einfach hier zwischen die Dinger. Es kann auch ganz was anderes sein, wenn du das so siehst, ne? Es kann auch sein, dass gar nicht unbedingt die Federn gerissen sind, sondern dass hier die ganzen Nasen, guck mal, sind alle Nasen weg. Mhm. Jetzt, wo ich das gerade sehe, hier, nee, pass auf, das Teil wird kaputt gegangen sein. Ich hoffe nur, die sind dann hier stabiler. So, weil wenn ich das so jetzt gerade sehe, guck mal, das Ding saß da so drin. Selbst wenn die Federn gerissen wären, ja, es kann natürlich sein, dass die Feder nach außen geht und dann abgeschlagen wird durch die Drehbewegung im Gehäuse, ne? Wir werden es jetzt nicht mehr, können es nur probieren und können froh sein, dass es nicht irgendwie... Weil sonst passt es auf jeden Fall zu der These, sie ist nicht auf Zug abgerissen, sondern in die andere Richtung. Hier ist die Feder zwischen, wir beschleunigen, wir ziehen das Ganze so. Das heißt, es wäre, wenn dann eher die Ecke weggeknackst, da die Ecke weggeknackst ist, komisch, ist es eher der Rückschlag. Moment, nein, es kann ja vorher schon passiert sein. Ja, ach so, das vielleicht dann auch, war ja. Das finale Gasgeben halt, ne? Weil es sind wirklich alle drei gleich abgerissen. Hier. Toll, Marius, das war das finale Gasgeben. Ja, du, ich fasse die Kamera auch nicht mehr an. Ich sag immer, wie gesagt, meine Reaktion war, wäre ich gefahren, ich saß in dem Moment am Laptop, hab ein bisschen programmiert, wäre ich gefahren, wären wir noch nicht mal bis Benny gekommen. Das wäre vorher einfach schon kaputt gewesen. Weil ich bin da meistens noch ein bisschen... Also ein bisschen erinnert mich das auch an deine Bilder, die ich so vor 6-7 Jahren immer nach der Autobahnfahrt von der Limo gemacht habe. Da war das regelmäßig. Da war es wirklich so Try and Error. Event hat man 3, 4, 5 Möglichkeiten zum Gas geben. Autobahn hast du 3, 4, 5 Möglichkeiten Gas zu geben, bevor du überhaupt da bist, wo du gleich hin willst. Und das ist halt das Risiko. Ne? Aber egal, so konnten wir euch mal ein bisschen was anderes zeigen. Sonst ist es immer technisch trocken. Diesmal ist es trocken Materialmord. Ist einfach kaputt. Nee, ist jetzt kein teurer Schaden. Leben geht weiter, weil 17.07. Race 1000, Round eigentlich 2, eigentlich ist aber die erste Runde für dieses Jahr, da wollen wir auf jeden Fall mitfahren, da wollen wir auf jeden Fall nochmal angreifen. Ja. So, ich würde sagen, Feierabend für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.